Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Bin ein bisschen durchgeschwitzt. Wir haben 33 Grad hier. In der Bude sind's. Hatte Switchboard. Also jetzt hier im Wohnzimmer sind's 28,4. In der Küche 27,7. Kinderzimmer 25,6. Und wir waren gerade draußen, haben die Kleine gerade geholt. Es ist unerträglich heiß. Unerträglich heiß. Aber dennoch möchte ich gerne ein Video machen. Ich habe nämlich, wo Prime Day war, was von Merima geschenkt gekriegt. Von der Admin von Facebook und von der Telegram-Gruppe von mir. Da erstmal Grüße gehen raus an Merima und ein liebes Dankeschön. Ich möchte euch in dem Video jetzt erstmal nur die drei Sachen zeigen, die sie geschickt hat. Und dann machen wir dazu noch ein separates Video. So, einmal habe ich ein Fire TV Stick 4K bekommen, Max sogar. Original verpackt alles, aber da stand irgendwas von Amazon Retoure auf dem Paket drauf. Von Amazon Retoure, naja. Aber ist alles original verpackt, Aufkleber, alles drauf. 16 GB Wi-Fi 6 hat der. Den werden wir dann in einem späteren Video noch unboxen und dann werde ich den mal anschließen und mal gucken. Ich hatte den einzigen Stick, den ich hatte, das war der allererste und der war scheibenkleister lahmarschig. Den 4K Max habe ich noch nicht beim Kollegen gesehen. Ich hatte ein älteres Modell, das war der zweite oder so. Ohne 4K habe ich mal beim Kumpel erlebt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja immer Fire TV Cube jetzt, den großen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der funktioniert und wie er, also dass er funktioniert, weiß ich, aber ich bin mal gespannt, ob ich K-Punkt zum Beispiel installieren kann. Das kann ich bei dem aktuellsten Cube nicht, also nicht die originale Version von K-Punkt, sondern nur welche, die verändert wurden. Mal gucken, ob es hier noch geht. Und ich bin mal gespannt, echt von der Geschwindigkeit her, weil der soll ja wirklich gut sein. Ich bin mal gespannt, ob er an Cube rankommt. So, das Video mache ich aber nicht heute, dafür ist es zu warm. Aber die beiden Sachen mache ich heute. Da habe ich. Ich mache erstmal das hier. Oh, da ist auch so ein Amazon-Ding drauf. Ich habe oben schon reingemacht, weil ich das oben nicht gesehen hatte. So. Mal Pappe hier hinstellen. Die Pappe muss ich aufheben, die kriegt meine Frau für ihre Katzen. Die knabbern das auf. Das ist der Fire, nee, der Echo Show 8 für die Küche als Nachfolger. Ja. Da ist irgendwie was mit Bewegen und so. Ich soll mich überraschen lassen, hat sie gesagt. Ich soll da mal ein bisschen testen. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hatte ja schon den ersten und den zweiten. Und beim zweiten war ja schon cool, dass du, wenn ein Timer an war, dass du so gemacht hast und dann wurde der Timer gestoppt. Hat bei mir nicht immer funktioniert, aber im überwiegenden Fall hat es funktioniert. Ja. Und dann dazu auch noch wieder ein Akkuständer, dass er ein bisschen höher kommt und auch Akku hat. Dann kann ich mir den auch mal, muss ich nicht die ganze Zeit dran haben, dann kann ich ihn auch abmachen und kann links, rechts schieben. Ja, wenn ich dann halt da gerade putze, dann kann ich mir den so hinschieben, dass ich alles sehe oder auch mal auf die andere Arbeitsplatte. Ist auch für Amazon Echo dritte Generation 2023 Release. Steht auch da oben. Entschuldigung, jetzt läuft die wieder die Soße. Oh. Auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön an Merima. Ich bin megamäßig gespannt. Ich habe ja auch den Fünfer von ihr bekommen und den alten Achter, der da steht, eine Küche ja auch. Und den Fünfer habe ich im Schlafzimmer als Wecker, als vorher hatte ich ein Echo dort. Und da sieht man halt die Uhrzeit wesentlich besser. Wecken kann ich mich, ich kann auch darüber den
Cube steuern, den ich im Schlafzimmer habe. Also kann man ja sagen, wenn man zwei Geräte hat, welche, das müsste sich Google mal eine Scheibe von abschneiden, wenn man zwei Google-Geräte hat, dass nur eins dann angeht. Das kriegt Google irgendwie nicht hin, aber Amazon schafft das, sagt das hier, möchtest du damit steuern und dann geht der Cube auch nicht mehr an. Kann ich A-Punkt sagen, wie ich will. Passiert nichts. Nur noch der Fünfer mit dem Kommando Sigi. Weil er Zigbee hat. Das geht aber auch nur bei Geräten, die Zigbee-Unterstützung haben. Echo, Cube und sowas. Wenn die Zigbee-Unterstützung haben, dann kannst du sie Amazon nennen, Echo, Alexa, Computer und Siggi. Ja, hier gehen sie Ich gleich habe alle. Schwierigkeiten zu hören. Gehen sie Kannst du gleich alle das an. nochmal sagen? Nein, danke. Dies hier habe ich gefunden. Die Privatnachrichten lese ich nicht vor. Waren noch Nachrichten mit bei. Da bin ich mal jetzt megamäßig gespannt. Das werden wir gleich im nächsten Video, werden wir die auspacken. Weil ich möchte die dann unbedingt, die haben nämlich jetzt hier schon ein paar Tage gelegen, weil ich einfach heiß und Frau, Kind, es war halt einfach null Zeit. Ich habe ja nicht mal abends zocken können. So, ja, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich, denn ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich alles geplant habe. Kann sein, dass noch ein Angezock kommt und dann kommen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich beide zur gleichen Zeit online schalte oder an verschiedenen Tagen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich es doch am gleichen. Müssen wir mal sehen. So, aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.